Das Jahr 1997 ist nun erst wenige Tage alt und so mancher gute Vorsatz, den wir uns gestellt hatten, ist schon wieder den Bach runter. Egal, ob man die heimische Waage etwas schonen wollte oder den Geldbeutel durch die täglichen 5 Mark für die Glimmstängel. TV3 wollte es genau wissen und war deshalb mit Kamera und Mikrofon in der Plauner Innenstadt für Sie unterwegs gewesen. Schönen guten Tag, TV3, wir machen eine Umfrage. Das Jahr 97 hat begonnen. Haben Sie sich irgendwelche guten Vorsätze für dieses Jahr gesteckt? Oh, eigentlich nicht. Doch, abnehmen. Oh Gott, ich will umziehen. Das ist schon viel wert. Was haben wir uns denn vorgenommen? Ja, recht schön, wenn wir Arbeit kriegen täten. Also sehen Sie das Jahr 97 nicht ganz so optimistisch? Das kann man ja nicht. Wenn man arbeitslos ist und immer nur darauf angewiesen ist, dass sich wieder mal was tut. Also, es ist schlecht. Nee, nichts Besonderes. Ja, dass ich gesund bleibe. Also gute Vorsätze habe ich keine gefasst. Ach du lieber Himmel, sicher viele Sachen. Ja, man nimmt sich immer was vor, ne? Nur gute Vorsätze. Aufhören mit Rauchen. Die gibt es jedes Jahr, die guten Vorsätze. Immer wieder, aber die man meistens nie einhält. Ja. Ja, doch, schon. Ein bisschen mehr Sport und so. Und das Jahr, wie sehen Sie es kommen? Optimistisch, pessimistisch? Optimistisch, immer. Jedes neue Jahr. Ja, ich würde sagen, schlechter als vorletztes Jahr kann es bald nicht werden, ne? Eigentlich optimistischer wie das Jahr 1996. Solange man die Arbeit behält, muss ich sagen, bleibt es optimistisch. Wir hoffen, dass das alles klappt in diesem Jahr mit Arbeit, dass es mehr Ausbildungsplätze gibt für unsere Jugendlichen. Und wie sehen Sie das Jahr kommen? Optimistisch, pessimistisch? Ich bin vom Grund her optimistisch. Deswegen gehe ich eigentlich auch immer ganz locker und fröhlich an. Ne? Man kann versuchen, das Beste draus zu machen, aber es bleibt halt vieles abzuwarten, was die oberen Leute da so alles sagen. Also ich sehe es optimistisch, auf jeden Fall. Ja, also ich habe auch eine gesicherte Position von der Arbeit her und ich kann das auch eigentlich gut entgegensehen. Tja, wissen Sie, es können ja Rentner so sagen. Uns geht es ja gut. In erster Linie Gesundheit, das ist das Wichtigste. Arbeitsplatz weiterbehalten, aber sonst nichts Besonderes. Ich lasse mich mal überraschen, sag mal so. Alles klar, danke. Halten wir es doch einfach wie die junge Mutti, die wir am Schluss befragten. Lassen wir uns bei all der Planung von dem, was kommt, überraschen.